Im ersten Versuch möchte ich schlicht und einfach einmal, dass wir ein großes Quadrat zeichnen. Ob das Quadrat jetzt den äußeren Rand entlang geht oder eins weiter innen, das ist ganz egal. Hauptsache, es ist ein Quadrat. Im zweiten Beispiel hätte ich gern, dass wir eine Spirale zeichnen, so eine quadratische, wenn wir den Knopf A drücken und diese Spirale wieder löschen, wenn wir den Knopf B drücken. Im nächsten Beispiel wäre es nicht schlecht, wenn er das ganz automatisch macht, also forever die Spirale zeichnen und dann wieder löschen. Im nächsten Beispiel. Da würde ich gern links unten anfangen und dann einfach rauf, nach rechts, runter, nach rechts, rauf, nach rechts, runter, nach rechts. Auf die Art und Weise den ganzen Bildschirm füllen und auf die gleiche Art und Weise dann das Ganze wieder löschen. So, im nächsten Beispiel habe ich einfach einmal probiert, ein Kreuz zu zeichnen oder ein Plus, wie man es nimmt, ohne dass es eine Spur hinterlässt. Nächstes Beispiel, das gleiche wie vorher, ein Kreuz, aber diesmal, dass die Spur stehen bleibt. Und dann am Ende wieder gelöscht wird. Da wäre noch die Idee, ob man das nicht machen könnte, dass der senkrechte Strich bis zum Schluss stehen bleibt, dass man so das mittlere Ding da überspringt. So, jetzt machen wir da diese Tafelbildgeschichte, ein Dreieck, ein Rechteck und ein Quadrat. Je nachdem, ob wir den Knopf A, B oder AB gemeinsam drücken. Und das soll ja bereits gezeichnet und dann gleich gelöscht werden. Oder B. Oder beide zusammen. Im letzten Beispiel, muss ich zugeben, habe ich zuerst gedacht, ah, da zeichne ich nur einen Kreis. Allerdings wird der Kreis so eckig, dass er gerade vier Ecken hat. Und tja, das ist nichts anderes als wir, wie soll man das sagen, ein schiefes Quadrat. Ein Deltoid ist es ja auch nicht, weil alle Seiten gleich lang sind. Ja, das waren die Beispiele und vielleicht zeige ich Ihnen im nächsten Video noch einfach einmal die Lösungen, die ich da gehabt habe, oder ich mache Screenshots und verlinke die dann einfach, vielleicht jetzt nicht sofort, sondern erst in einer Woche oder so, weil abschreiben, das kann man bald einmal und bringt nichts. Also viel Spaß damit.